Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zum TX94 Universe. Mein Name ist David und mit dabei ist Josh. Hallo. Wir sind erneut bei Extreme Championship Wrestling hier am Freitag. Heute haben wir folgende Matchcard. Rob Van Dam gegen Big E Langston. Das Match um den ECW bzw. den Number One Contender für den ECW Television Championship. So, dann geht's weiter mit The Miz gegen The Rock. The Rock hat sein letztes Match verloren und das sehr deutlich gegen CM Punk. Deswegen bekommt er hier und heute mal eine neue Chance, diesmal gegen The Miz. Und jetzt soll er sich mal wieder beweisen. Dann haben wir hier noch Roman Reigns gegen Ryback. Und dann kommen wir zu einem Match, das auf den ersten Blick gar keinen Sinn ergibt. Justin Gabriel und Randy Orton gegen die amtierenden Tag Team Champions Batista und Rey Mysterio. Eigentlich war geplant, dass Y2J und Randy Orton, also die beiden Inhaber der Single-Titles, gegen die Tag-Team-Champions antreten und dann quasi ein Champions-gegen-Champions-Match zu machen. Allerdings, nachdem bei Bad Blood die ECW-Jungs nicht gerade überzeugt haben, habe ich alle Wrestler, die bei Bad Blood verloren haben, also Santino Marella, Mark Henry und Chris Jericho, aus der Matchcard für heute gestrichen. Und weil ich die Nase auch gestrichen voll hatte von den Jockel. Aus diesem Grund kam das Match bzw. das Tag Team zwischen Orton und Chris Jericho dann nicht zustande, um hier gegen Batista und Rey Mysterio anzutreten. Und da ich das Match aber ganz gerne trotzdem machen wollte, habe ich mir gedacht, Justin Gabriel, der hatte zuletzt bei Bad Blood seine Stärke bewiesen und ein Match gewonnen. Deswegen habe ich den dann quasi als Füller für Chris Jericho genommen und der darf jetzt heute mit den Großen spielen. Und unser Main Event natürlich CM Punk gegen Bill Goldberg in einem Extreme Rules Match. Und der Gewinner wird am Sonntag bei Extreme Rules gegen Randy Orton um den ECW World Titel antreten. So, wir legen los mit Rob Van Dam gegen Big E Langston. Das wird das erste Match, das wir uns heute anschauen. Also, das sieht ja schon mal wie ein gutes Match aus. Ein interessantes Match vor allem. Da ist jetzt einmal Rob Van Dam, der ist ja geschickt, schnell, Highflyer, der hat's drauf. Gegen Big E, der hat's auch drauf, aber der ist mehr stark, langsam, aber dafür halt sehr stark. Was denkst du? Der große Vorteil von RBD ist eben auch, dass er schon wesentlich länger dabei ist und auch ganz viel ECW-Erfahrung hat. Ja, also du denkst, RBD gewinnt? Ich denke, Rob Van Dam gewinnt. Ja, dann sag ich nämlich, weil ich das auch denke, dass Big E Langston jetzt mal junges Blut zum Titel bringt und dass der ihn hier fertig machen wird. Und da sehen wir direkt schon die erste schöne Aktion von Rob Van Dam. Oh Gott, das ist ja schon mal ein harter Anfang. Also so muss ein Highflyer ein Match beginnen. Ja, und der Gewinner aus diesem Match, egal wer es jetzt sein wird, Big E Langston oder Rob Van Dam, der wird eben am Sonntag bei Extreme Rules gegen Chris Jericho antreten und dann hat er die Chance auf den ECW Television Championship. Und Rob Van Dam, der zeigt hier richtig, was er drauf hat. Man merkt, der will den Titel haben. Der war ja auch früher schon bei der ECW. Ist klar, dass der jetzt den ECW Television Championship haben will. Ja, beim direkten Kräftevergleich gewinnt dann natürlich Big E Langston. Aber trotzdem, bisher hat Rob Van Dam durchaus gezeigt, was er drauf hat. Und auch starke Moves gezeigt, die Big E schon angeschlagen haben. Das merkt man bestimmt auch schon schnell. Aber jetzt wirft er ihn da einfach durch den Ring und gibt ihm Schläge ins Gesicht. Also er will natürlich auch nicht seine Chance einfach so fallen lassen. Ja, Big E Langston also jetzt auch stark. Ja, jetzt kommt mal wieder Rob Van Dam, bei dem ich immer verwunderlich finde, wie hoch der sein Knie bekommt, sein Fuß bekommt. Und jetzt ist gar kein Ding, diesem, na wahrscheinlich 1,90 Meter, wie groß Big E Langston da immer sein wird, ja. Dass der denn den Fuß so hoch bekommt. Einfach eine krasse Geschichte, das ohne Probleme. Schon. Der hat's halt drauf. So, jetzt einen Leg Drop. Und er hebt ihn wieder hoch. Was will er jetzt zeigen? Nochmal den Kick ins Gesicht. Kick gegen den Kopf. Von und jetzt Big fängt Langston. Er den Fuß ab. Ah, schade. Nicht dieser geile Move. Ah ja, den macht er doch, wenn sein Fuß gehalten wird, oder? Ach, stimmt, hast recht, ja. Und? Obwohl, ne, den kann er auch so machen. Ach, ich weiß aber auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Jetzt wieder Big E Langston am Start. Mit einem Russian Leg Sweep zu Boden geworfen. Und jetzt wieder ein Konter von Rob Van Dam.
Der lässt sich das hier auch nicht gefallen von Biggie Langston. Da ist auch schon direkt der nächste Konter. Der kontert hier wirklich alles. Der zeigt es ihm so richtig. Und will er jetzt schon und den ersten Pin zeigen? Sehen wir jetzt den Frog Splash möglicherweise? Nein. Okay, er legt ihn nur hin für den Pin, aber dass das nichts war, ist natürlich klar. Das konnte man sich denken, ja. Also noch hat er ja nichts Wirkliches gezeigt, also nichts sehr Hartes gezeigt. Und jetzt darf Biggie Langston auch mal wieder ran mit einem Suplex hier. Und gegen da haut er seinen Rob Kopf auf den Boden. Und hebt ihn wieder hoch und was wird er jetzt tun? Was zeigt er denn jetzt? Eine Powerbomb? Das könnte böse enden. Powerbomb gegen Rob Van Dam. Aber direkt hinterher den Konter. So schnell lässt sich RVD da nicht einnullen. Natürlich nicht. Der bleibt, der kämpft auch bis zur letzten Sekunde. Also fängt sich jetzt noch ein Big Boot ein. Comeback von... Nee, war kein das war es noch nicht. Das dürfte normalerweise ein Comeback gewesen sein. Und jetzt Tombstone Pile Driver. Der Dominator oder wie er heißt. Irgendwie so heißt er ja. Der Finisher von Biggie Langston. Auch irgendwie so ein bisschen out of nowhere. Woher hat er den Finisher her? Aber Rob Van Dam kommt nochmal raus. Dann war es vielleicht doch ein Comeback. Aber ja, krasse das war Sache. Rob Van Dam kommt nochmal aus dem Cover raus. Und jetzt im Aufgabegriff. Das zeigt natürlich auch die Stärke und das Durchhaltevermögen von RVD. Und auch hier kommt er nochmal raus aus diesem Aufgabegriff von Biggie Langston, der natürlich alles andere als ohne ist. Und jetzt kontert Biggie Langston aber wieder. Also hier geht's die ganze Zeit hin und zurück und wow. What the fuck? Da dachte ich gerade, das wäre ein Move von Big E, bis RVD ihn dann über seine Beine geworfen hat. So, und ein weiterer Pinversuch. Ich habe schon wieder auf den Frog Splash gehofft, aber es war wieder nur ein unnötiger Pinversuch von RVD und erneut ein Konter von Big E Langston. Der ist jetzt natürlich auch im Vorteil. Konnte bereits seinen Finisher hier zeigen gegen Rob Van Dam. Der ist jetzt natürlich mittlerweile schon stark angeschlagen. Aber er kontert immer noch und jetzt ein Move. Oh, der war hat. Kommt vielleicht jetzt der Frog Splash? Nein, er kommt nicht. Einmal mal einen Tritt in die Luft, jawohl. Um zu zeigen, ich kann mein Bein immer noch heben. Ich bin fit. Und DDT. Kommt jetzt vielleicht der Frog Splash? Man kann ja hoffen. Big E Langston, ja, rein theoretisch könnte das passieren. Und Big E schickt jetzt RVD, das reimt sich sogar, nochmal in den Ring zurück. Ja, deine Wrestler, die haben heute alle irgendwas Besonderes. Big E und RVD reimt sich. Dann The Rock und The Miz haben beide ein The im Namen. Ist mir alles so aufgefallen, als du es schon vorgestellt hast. Justin Gabriel und Randy Orton haben beide einen Doppelnamen. So, RVD also jetzt wieder am Drücker. Nachnamen, wie normale Menschen halt. Genau. So, und zack, schon wieder der Kick. Das dürfte schon der dritte, vierte gewesen sein. Naja, der zeigt den scheinbar gern. Für dieses Match. Und jetzt hebt er einfach mal so Big E hoch. Das war der World's Strongest Slam von Mark Henry. Ja, und jetzt ein Pin, ein Aufgabegriff von Rob Van Dam. Oh, und das sieht böse aus für Big E Langston. Und Big E gibt auf. Big E Langston gibt auf, der Sieg. Das sieht man auch nicht oft. Van Dam. Da hast du jetzt mal richtig recht gehabt, nicht so wie das gesamte letzte, die gesamte letzte Show. Du hattest recht, RVD hat gewonnen, auch wenn es teilweise wirklich schlecht für ihn aussah, weil Big E hat einfach alles gezeigt, aber nach einem World Strongest Slam und dann einem Aufgabegriff, da konnte der Big E nicht mehr raus. Also RVD setzt sich durch gegen Big E Langston und wird damit am Sonntag antreten gegen Chris Jericho um den ECW Television Championship. Aber da hat man gesehen, wie schmerzhaft das war. So habe ich einen normal noch nie austappen sehen. Der hat ja wirklich mit dem ganzen Arm auf den Boden gehauen. Normal ging das ja kaputt schlagen. Ja, ja, der wollte nach unten flüchten. So, da passiert auch jetzt scheinbar nichts mehr. Der freut sich einfach Rob nur. Rob Van Dam jubelt noch ein bisschen. Das auch vollkommen zu Recht. RVD. Eine Sache habe ich übrigens ganz vergessen zu erwähnen, und zwar haben die Wyatts ja gar kein Match in dieser Show hier und heute bei ECW. Das liegt daran, dass die ein Match haben werden bei Extreme Rules und ich sie dafür schonen will, denn die rasten ja immer komplett aus und bevor sich da noch einer von denen verletzt fürs Pay-Per-View, das wäre ziemlich schade. Aus diesem Grund haben die heute Pause, genauso wie die Loser vom Mittwoch. So, The Miz gegen The Rock. Jetzt die Chance also für The Rock, sich zu beweisen. Auf der anderen Seite natürlich auch für The Miz, sich zu beweisen. Auch das erste Match für Miz hier im TX94 Universe. Was sagst du? Wer gewinnt? Ich würde sagen,
Das wird schon schwer, weil The Rock hat wirklich viel eingesteckt. Aber ich denke, der wird jetzt zeigen, wird zurückkommen und The Miz fertig machen. Ich sag, The Miz gewinnt. Und aber okay. The Rock hat The Rock gewonnen. Zeigt... Er kann es doch noch. Zeigt in diesem Match dann doch noch sein Können hier gegen The Miz. So, das Roman Reigns gegen Ryback. Zwei Powerhouse-Wrestler gegeneinander. Beide in R-Namen übrigens. Also. Stimmt. Sogar drei insgesamt. Ja. Was sagst du, Ryback, Roman Reigns? Ich glaube, Roman Reigns, der macht den fertig. Roman Reigns, der ist ein starker Kerl. Ryback ist zwar auch sehr stark, aber Roman Reigns hat auch mehr Technik noch. Und zur Not kommen einfach Dean Ambrose und Seth Rollins und dann ist die Sache eh geritzt. Ich denke auch, dass Roman Reigns gewinnt. Und aber Ryback gewinnt. Alter, das ist ja überraschend. Also der Sieg für Ryback über einen der Shield-Mitglieder. Da waren die anderen wohl gerade beschäftigt. Interessant, oder? Die haben da gerade Kaffee getrunken. So, das nächste Match schauen wir uns dann natürlich an. Randy Orton und ein möglicherweise überglücklicher Justin Gabriel. Der hat immerhin die Chance, jetzt mit den Großen zu spielen. Mit Randy Orton zusammen geht's gegen die amtierenden ECW Tag Team Champions Batista und Rey Mysterio. Ich glaube, Rey Mysterio, bisher haben wir noch gar kein Match von dem gesehen, angeschaut. Ich glaube auch nicht. Von Batista 1, das war letzte Woche Freitag bei ECW und da hat er verloren gegen Goldberg. Ich sag trotzdem, dass die beiden es schaffen werden. Die sind nämlich als Tag Team die Besseren, weil sie eingespielt sind. Sie kennen sich schon lange. Ja, ich bin mir da nicht ganz so sicher. Also ich tippe auch auf Batista und Rey Mysterio. Allerdings Randy Orton, der amtierende ECW World Champion, ist natürlich kein unbeschriebenes Blatt. Der hat's drauf. Und Justin Gabriel, der rockt hier bestimmt heute auch die Bude, weil der übel motiviert ist. Hier haben wir jetzt auch, Batista und Randy Orton sind sich nicht so ähnlich, weil Batista ist wirklich um einiges kräftiger als Randy Orton. Aber man muss sagen, Ray und Justin Gabriel sind schon zwei Highflyer, also das hat schon wieder seine Ähnlichkeiten. Noch, die haben doch noch ihre Ähnlichkeiten. Also Batista haut erstmal ordentlich drauf hier auf The Viper, Randy Orton. Zwei Tiere also im Ring, The Animal und The Viper. Und jetzt ein schöner Tech-Move von Batista und Mysterio gegen Randy Orton. Batista schleudert da Mysterio auf Randy Orton. Und jetzt sehen wir jetzt einen High-Fly-Move. Ja, oder hat er Glück Könnten gehabt. Könnten wir durchaus noch sehen. Und jetzt chillt er ein bisschen wie Batman auf der... Okay, das war sehr dumm, was Mysterio da gemacht hat. Ja, der... Das der, war in der Tat ziemlich dumm. Da hat er sich wohl verschätzt oder so. Ich weiß nicht, vielleicht dachte er, er kommt bis zum anderen Ende. Das kann sein. Also jetzt die beiden High-Flyer hier gegeneinander. Justin Gabriel gegen... Rey Mysterio. Und ich würde mal sagen, Rey Mysterio ist sogar noch, also ich dachte immer schon, Justin Gabriel ist ja schon ziemlich klein und Rey Mysterio ist wirklich noch einen Kopf kleiner fast, also... Ja, Rey Mysterio ist eben auch einfach nicht groß. Ja, ich glaube, der ist 1,70 oder so, also wirklich winzig. Da bin sogar ich größer, aber ich glaube, der könnte mich trotzdem hochheben, das ist das... Das wäre wahrscheinlich sogar echt noch drin. Ja, Rey Mysterio, bisher klar der Stärkere hier, setzt sich durch gegen Justin Gabriel. Also aber bisher kann man da nichts sehen und Randy Orton taggt sich hier selbst ein. Worüber Justin Gabriel auch nicht sehr froh ist. Ja, der will sich natürlich beweisen, der Justin Gabriel. Dadurch hat er nicht die Chance, aber Randy Orton hat sich da auch ein bisschen verschätzt. Erstmal direkt eine Move abbekommen von Rey Mysterio. Jetzt ist er allerdings wieder dran. Das kam dann vielleicht auch ein bisschen überraschend für das war jetzt aber The auch Viper und wird dann aber direkt nochmal umgenockt. Das war jetzt aber auch ein, ein Aufgabegriff. Da, ich weiß nicht, Ray, der denkt da irgendwie nicht mit. Aber... Und Justin Gabriel bearbeitet mal ein bisschen die Ringmatte. Kann man ja auch mal machen. Ich wollte gerade sagen, Ray denkt da irgendwie nicht so richtig mit und kämpft die ganze Zeit in der gegnerischen Ringecke. Aber gerade schöner DDT gegen Orton, der jetzt auch mit einem Comeback, das sieht und sehr schlecht aus für Rey Mysterio, der da aufs oberste Ringseil gestiegen ist und sich jetzt gerade ein Comeback von Orton einfängt. Und jetzt könnten wir ihn theoretisch sehen, den RKO, aber erstmal natürlich der Signature. Wie heißt der eigentlich? Ah, Oldschool. Das ist doch der Oldschool Randy Orton. Nein, das ist hier der DDT vom Ringseil, keine Ahnung. Nee, hier sagt, da kommt Ray jetzt auch mit seinem Signature, mit seinem Comeback. Orton. Keine Ahnung, kann auch sein. Und jetzt zeigt er jetzt sein Comeback? Ja, eigentlich, ja, und er zeigt sein Comeback. Das ist ja hier
Da kommt jeder heute zurück noch. Also Comeback gegen Comeback. Und Batista hat draußen kann ein bisschen... Kann Orton es ab? Wer sieht nicht so aus? Er sieht gar nicht so aus. Jawohl. Comeback durchgezogen von Rey Mysterio. Batista feuert jetzt seinen Tag-Team-Partner da auch noch an. Ja, und jetzt ja. Die Frage, sehen wir gleich einen 619? Oder einen RKO? Das ist hier echt die Frage. Ja, das ist jetzt die große Frage. Da hinten hält schon jemand ein 619-Schild hoch. Wäre natürlich auch eine coole Sache, und wenn wir es sehen. Batista hält da Justin Gabriel ab und das war's. Da kam nach der, der Comeback war schon ein harter Move. Das war's für Randy Orton und Justin Gabriel. Da sieht man nochmal, selbst wenn Randy Orton der amtierende Champion ist, gegen Tag Team Champions kann er alleine mit einem anderen nichts ausrichten, weil sie sind einfach im Tag Team. Ja gut, da natürlich auch der harte DDT. Also Randy Orton hat doch viel eingesteckt. Letztendlich kam es aber doch ein bisschen überraschend für mich das Ende. Hätte da noch nicht damit gerechnet, vielleicht dass wollte Randy Orton da wirklich 3 Sekunden lang am Boden bleibt. Vielleicht wollte Orton sich einfach ein bisschen schonen, noch ein bisschen und... Das glaube ich eher nicht. So, die beide sind natürlich überglücklich. Ich dachte jetzt schon, die wollen sich auch noch prügeln. Ja, habe ich auch kurz gedacht. Das ist hier genau die gleiche Szene, die wir bei Bad Blood einmal gesehen haben zwischen Luke Harper und John Cena. Ja, das stimmt. Also, Rey Mysterio und Batista, die amtierenden Tag Team Champions, zeigen, warum sie genau das sind und gewinnen hier gegen Justin Gabriel, der sich heute leider nicht zeigen konnte. War nur kurz drin und den amtierenden World Champion Randy Orton. So. Und genau der, nämlich Randy Orton, muss natürlich in 2 Tagen, genau bei diesem Pay-Per-View bei Extreme Rules, seinen Titel verteidigen gegen niemand anderen als Punk oder Goldberg. Wer genau, das sehen wir jetzt in diesem Extreme Rules Match. Meine Damen und Herren, auf geht's. CM Punk gegen Goldberg. Extreme Rules, der Gewinner ist der Number One Contender. Für den... Wo kommt denn da Alberto Del Rio her? Der hat sich wohl heimlich eingeschlichen, weil der ist eigentlich bei mir im Roster, beziehungsweise vielleicht auch gar nicht dabei, und der ist einfach auf Goldbergs Seite. Das ist doch mal eine Wendung für dieses Match. Die hat auch David nicht kommen sehen. Das ist in der Tat eine Wendung für dieses Match. Aber erstmal der Einmarsch. Von Punk. The best in the world. So, who's next? Alberto Del Rio. Ach, das war gerade wieder eine Überraschung für alle. Da hätten wir jetzt Facecam gebraucht. Ja. Wenn man mein Gesicht gesehen hätte. Ich hab's gesehen, es war lustig. And approaching the ring from Atlanta, Georgia. Go. Boom. Wow. Listen to that reaction. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das irgendwie ein Anzeigefehler war. Weil warum... Der Warum? Stand auch nicht dabei, ne? Ja. Und er ist auch jetzt nicht mit reingekommen. Ja, und vor allem, die haben ja auch gar nichts damit zu tun, miteinander zu tun. Es gibt ja diese Freund-Option da, aber bei Goldberg ist ja nichts. Ah, aber trotzdem, da ist er. Der hat ein Ticket gekauft. Ja, der ist ja bei mir in der Show. Der Frechdachs. Was macht denn deiner? Ach, das ist ja der Wahnsinn. Ja, der hat sich aufgeregt, weil er nichts zu tun hat. Und deshalb habe ich gesagt, dann geh doch bei ihnen in die Show und guck da mal so zu. So ist das. Ja, damit hast du nicht gerechnet, ne? Damit habe ich in der Tat nicht gerechnet. So, wer wird gewinnen? Ich sage CM Punk, weil CM Punk hat Rock so einfach gesquasht letzte Woche. Der wird auch jetzt Goldberg fertig machen. Das erinnert mich jetzt an das Match Eddie Guerrero gegen Brock Lesnar. Damals war Goldberg mit einem Ticket, das er von Austin bekommen hat, in der ersten Reihe und hat dann irgendwann mal eingegriffen. Also jetzt die große Frage, oder das heißt große Frage, aber interessant zu schauen, ob Alberto Del Rio hier eingreifen wird. Aber selbst wenn, ich meine, was soll der schon ausrichten? Die Nulpe hat gegen keinen von den beiden irgendeine Chance. Also Goldberg gegen CM Punk. Wer wird gewinnen? Damen und Herren. Du hast noch nichts gesagt. Schon mal wieder hinzugehört. Ich denke, Goldberg wird sich hier durchsetzen. Ja, wie gesagt, CM Punk it is. So, und zeigt er jetzt schon den Running Bulldog und macht ihn fertig? Nein. Aber er zeigt einen... Kleinen bisschen Dehnübungen für den guten Goldberg. Schöner Angriff. Und jetzt, kriegt das direkt nochmal ab.
von Goldberg und jetzt mit Salz in die Ringecke. So, wir dürfen nicht vergessen, es ist ein Extreme Rules Match. Alles ist möglich und da sieht man gerade Alberto Del Rio aus meinem Roster im Ecken sitzen. Ein bisschen zuschauen und ein bisschen aufmöbeln hier. Ja, ob er wirklich eingreift, werden wir dann sehen. Ich glaube nicht. So schlimm ist der so, ja nicht. So, F5. Oder GTS wäre auch geil gewesen. Oder ein F5. Aber das wäre jetzt wirklich mal eine gute Sache, wenn auch mal Gegenstände jetzt hier benutzt werden würden. Kam bis jetzt, obwohl es Extreme Championship Wrestling ist, noch nicht vor. Ja, leider nicht. Und Blut bisher gab es auch noch nicht zu sehen. Ich hab's aktiviert in einem der seit neuestem. Aber ich weiß nicht, vielleicht muss man es hier nochmal extra einstellen, weil ich hab's aktiviert im Showcase-Mode, aber ja, normal müsste... Wir schauen nach diesem Match, damit es bei Extreme Rules dann auf jeden Fall Blut zu sehen gibt. Denn was wäre Extreme Rules ohne Blut? Jetzt blutet keiner, weil die einfach total kacke sind. Und das wäre scheiße, ne? Ja. So, also... Jetzt sieht es gerade ganz gut aus für CM Punk, aber im Großen und Ganzen haben bisher beide eigentlich so gleich viel gezeigt. Keiner momentan so wirklich im Vorteil. Wir werden dann irgendwann wieder überrascht sein, wenn auf einmal jemand den Signature macht. Oder auf einmal einfach gepinnt wird ohne Signature. Und dann auch noch das Ganze durchkommt. So, und Bill Goldberg verlässt den Ring. Und jetzt geht's aber los. Und zwar direkt ein Tisch. Hich ins Spiel. Und von hinten sieht man schon, der Kerl, der aussieht, wie heißt er nochmal, der Manager? Paul Heyman mit einer Gitarre. Ja, der Typ, der nicht mehr ansatzweise so aussieht wie Paul Heyman, der hatte gerade eine Gitarre in der Hand. Hat sie jetzt einfach verloren, hat sie einfach in Luft aufgelöst. Nach hinten weitergegeben. Nach hinten. Ah, da kommt sie wieder. Und da ist sie wieder. Die ging einfach mal so durch die Reihen. Der Mann mit der Gitarre. So, und, jetzt und Goldberg schnappt sie nicht. Sich nicht, leider. Knockt hier jetzt nochmal CM Punk um auf den harten Boden. Und also da hält ihm jemand den Titel entgegen. Will ihm sagen, da, den musste bekommen, da ist der Titel, aber er will ihn gar nicht. Er will jetzt erstmal Cena fertig machen, natürlich. Ja, Cena. Ja, CM Punk ist doch fast Cena dasselbe. Punk. Ja. Ja, da sind ja noch so dünne Matten außerhalb des Rings, aber die federn da auch nicht mehr. Nee, es ist auf jeden Fall schmerzhafter als im Ring. Definitiv. Und CM Punk wird da ordentlich vermöbelt. So, der Titel wurde ein paar Reihen weiter nach links gegeben zu dem Kerl in dem Watt-T-Shirt. Johoho, so langsam nähern wir uns hier einer kritischen Phase für CM Punk. Aber jetzt kann er wieder kontern. Der Tisch liegt immer noch draußen am Boden. Schauen wir mal, ob er ihn mit reinholt. Nein. Er will wahrscheinlich, nicht mal den Tisch abräumen. Er will einfach nur ein bisschen um den Ring rennen. Und Goldberg geht raus und direkt wieder rein. Der trainiert mir noch ein bisschen. DDT von CM Punk. Und der geht jetzt aber raus und schnappt sich irgendwas vom unterm Ring. Oh, den Vorschlaghammer. Das wird da unterbrochen. Nein, und jawohl, er hat ihn noch nicht gefunden, damit scheinbar. Gab es dann auch leider keinen Gegenstand. Das ist so blöd bei dem Spiel, dass man da immer unterbrochen wird. Dadurch werden einfach gar keine Gegenstände eingesetzt. Weil man nie dazu kommt. Es sei denn, man holt die aus dem Publikum. Ja, das wäre. Oder die Treppe oder den Tisch von hinten. Übrigens finde ich cool, dass ECD. Und jetzt, meine Damen und Herren, das könnte doch. Jawohl! Jackhammer gegen CM Punk! Das Problem ist, dass er draußen nicht pinnen kann. Es ist nämlich nur ein Extreme Rules Match und kein Fallkampf. Das war jetzt wieder so typisch. Auf einmal hatte er den Finisher wieder und setzt ihn durch. Das dauert ja echt lange, bis die was rausholen. Und jetzt, sehen wir den Go-to-Sleep. Go-to-Sleep gegen Goldberg. Was geht denn hier ab? Jackhammer und direkt danach den GTS gegen Goldberg. Der kann jetzt nochmal kontern. Hier der Ellenbogen ins Gesicht von CM Punk und direkt mehrere Schläge hintereinander. Und das sieht schlecht aus. Und ein Tritt. Punk. Entweder in die Eier oder die Magengegend. Man sieht es nicht genau, aber es war auf jeden Fall ein Tritt. Und da gibt es wieder einen Konter von CM Punk. Man sieht, die sind beide sehr also stark. Also die beiden schenken sich hier absolut gar nichts. Aber nicht mal ansatzweise. Jetzt muss Goldberg hier einige Kicks einstecken. Und jetzt gibt es einen Bärhack. Kann man draußen aufgeben? Scheinbar ja. Wir werden ich glaube, sehen. Das geht nicht. Ich glaube, das geht nicht. Ja, nee, er kann ja einen Submission-Move draußen machen, aber aufgeben kann Punk da, glaube ich, nicht. Wir werden es sehen, vielleicht, aber nein. Das passiert auf jeden Fall mal nicht, ja.
Der flog da eigentlich noch so ein bisschen mit dem Kopf gegen die Stahltreppe, ja, der CM Punk gerade. Aber hat ihm scheinbar nicht viel ausgemacht. Und jetzt ein Chokeslam. Nein, natürlich nicht. Kein Chokeslam. Aber der kein Signature. Chokeslam, aber also erneut der Signature. Was jetzt natürlich awesome wäre, wenn CM Punk da gleich in der Barrikade landet. Das passiert allerdings nicht. Was macht er denn jetzt? Ah, okay. Er wirft ihn hin. Das, ja, das war wahrscheinlich der andere Finisher, ja, von Goldberg. Nee, das ist normalerweise der Spear. Stimmt. Ja, ich weiß es nicht. Und ich weiß in es die aber Ring, auch nicht. Gegen, ja, und die jetzt Ringtreppe. Mit dem Knie gegen die Ringtreppe für Punk. Der geht jetzt mal wieder rein, oder? Was macht er? Nee, er will sich eine Waffe holen. Das war natürlich ja eine dumme Idee, ja, wenn Goldberg direkt hinten dran steht. Das will Goldberg ja nicht. Und jetzt geht aber CM Punk wieder in den Ring. Und Goldberg auch. Er versucht es gar nicht erst, sich eine Waffe zu holen. Und jetzt, meine Damen und Herren, das könnte es gewesen sein. Jawohl, da ist nämlich der zweite Finisher. Da ist erneut der Jackhammer. Der Jackhammer. Und das ist es dann wohl gewesen. Jawohl, meine Damen und Herren, Goldberg setzt sich durch gegen CM Punk. Muss zwar ein GTS einstecken, aber nichtsdestotrotz kann er dieses Match gewinnen mit zwei Finishern. Ja, aber CM Punk hat sich schon gut gewehrt, muss man sagen. Von Alberto Del Rio hat man jetzt noch nichts gesehen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der noch eingreifen wird oder ob der wirklich einfach nur zugucken wollte und auch mal ein bisschen Airtime, ein bisschen live sein wollte. Er wollte vielleicht einfach mal eine gute Show sehen und ist dann zu ECW gegangen. Und sieh mal einer an. Sieh mal einer an. CM Punk und Goldberg. Shake hands zwischen den beiden. Meinst du, die werden die nächsten Tag-Team-Champions? Hier ging es wirklich nur darum, um den Number One Contender, nicht um irgendwelche Feindschaften. So, meine Damen und Herren, das war's damit auch. Erstmal wieder mit Extreme Championship Wrestling. Ich schmeiß hier gerade einen Stift in den Mülleimer. Und ich würde sagen, damit sind wir auch perfekt vorbereitet für Sonntag Extreme Rules. Dann wird Goldberg gegen Randy Orton antreten. Ich bin auf jeden Fall schon mal heiß drauf. Da freue ich mich drauf. Wir sehen uns dann hoffentlich genau dann bei Extreme Rules. Ja, das war's. Über eine Bewertung und einen Kommentar würden wir uns sehr freuen. Bewertet auch bitte die Show. Wäre eine super Sache. Und wir sehen uns dann am Sonntag. Bis dann, bleibt dran und tschüss. Ciao.